Holla. Nana Sturm hier und ich wünsche euch eine fröhliche, friedliche oder auch wüste, weihevolle Nacht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon unterwegs wart, ob ihr schon einen Weihnachtsumzug gemacht habt oder das noch vorhabt oder das vielleicht am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag macht. Heute hier am 24.12.2021 ist auch von daher ein ganz besonderes Datum, weil heute wäre Gerda Weiler 100 Jahre alt geworden. Ja. Gerda Weiler, die bedeutendste Matriarchatsforscherin im deutschsprachigen Raum neben Heidegöttner Abendroth, ist im Jahre 1921 geboren. Ja, logisch. Musste überlegen. Ja, ja, habt ihr gesehen. Ja, am 24.12.1921 wurde Gerda Weiler in Berlin geboren. Und ja, nach dem Abitur hat sie geheiratet, also das erste Mal. Es ist auch so eine, die ihren Namen dann immer verändert hat, ne? Also Gerda Meier, dann wurde sie Gerda Arndt und dann später bei ihrer zweiten Ehe wurde sie dann also zu Gerda Weiler, so wie wir sie heute nennen, kennen. Ja. Erstmal hat sie sich durchsetzen müssen, dass es überhaupt möglich war. Sie hatte einen sehr patriarchalen Vater, der nicht wollte, dass sie weiter zur Schule geht und so. Aber sie hat also halt ihr Abitur dann doch gemacht, war ihr ganzes Leben lang ungeheuer wissensdurstig, hat immer unglaublich viel gelesen und sich ständig fortgebildet und ist so dann halt auch zur Matriarchatsforschung gekommen, durch diesen unglaublichen Wissensdurst. Also da gibt es natürlich Zwischenstationen. Sie hat, jetzt muss ich kurz mal gucken, so, ich habe mir hier nämlich Stichpunkte gemacht. Und die Stichpunkte stammen von den Seiten von der Gerda Weiler Stiftung. Da gibt es einen Artikel über sie und von fembio.org. Ja, das sind also meine Quellen für diesen, für diese Zusammenfassung hier, genau. Also 1951 hat sie also das zweite Mal geheiratet. Sie ist insgesamt Mutter von 4 Kindern und sie führte dann damals mit ihrem Mann gemeinsam ein Hotel im Schwarzwald. Sie studierte in Freiburg Psychologie und gehörte seit 1975 der Freiburger Frauenbewegung an. Ja, und während also in dieser Zeit die Frauenbewegung noch um Gleichberechtigung und Gleichstellung der Frau kämpfte oder sich dafür einsetzte, da wandte sich Gerda Weiler also den Ursprüngen zu und entdeckte die Andersartigkeit von Kulturen, in denen weibliche Lebenszusammenhänge bestimmend und die weibliche Kultmacht im Dienst der großen Göttin prägend war. Das ist ein Zitat von Heide Pascal von der Seite der Gerda Weiler Stiftung. Und zwar hat die eine Rede gehalten zu Gerda Weiler anlässlich der Straßenbenennungen in Freiburg. Es gibt in Freiburg eine Gerda Weiler Straße. Wunderbar, oder? Also, gerade nicht schön genug, um dafür nach Freiburg zu ziehen. Aber auch nur gerade nicht. So. Ja, 1984 erschien ihr erstes Buch, Ich verwerfe im Lande die Kriege, das verborgene Matriarchat im alten Israel. Und in 1989 erschien eine konsequent überarbeitete Neuauflage. Das ist dann dieses Buch, das Matriarchat, ne? Das Matriarchat im alten Israel. Aus diesem Buch werdet ihr am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag hier Ausschnitte zu hören bekommen. Ja, also ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch, dass ihr euch da mal anfänglich bekannt machen könnt mit dem Werk von Gerda Weiler. Vielleicht habt ihr es aber auch eh schon hoch und runter gelesen. Dann könnt ihr es weiterleiten. Genau. Gerda Weiler hat weitere ganz wichtige Bücher geschrieben. Der enteignete Mythos, Ich brauche die Göttin und die feministische Anthropologie, Eros ist stärker als Gewalt. Und mit dem zweiten Band, Der aufrechte Gang der Menschenfrau. Der zweite Band, der erschien erst nach ihrem Tod. Gestorben ist Gerda Weiler am 6. Oktober 1994 in Freiburg. Ja, und was ich ganz schade finde, ist, dass es nicht so ein Gerda Weiler Lesebuch gibt. Weil also diese ganzen Publikationen, die sind aktuell nicht aufgelegt. Ja, also da ist ein Vakuum, da ist eine Lücke. Da wäre es eigentlich ganz wunderbar, wenn da irgendein Verlag
in diese Lücke sich mal reinstürzen möchte. Ich stelle mir das vor, ne? Also so, es gibt doch, was weiß ich, das große Goethe-Lesebuch oder so, ja? Und wir hätten dann halt das große Gerda Weiler-Lesebuch. Diese Frau hat ja ein unglaubliches Talent gehabt, Sachen so zu formulieren, dass man das zitieren möchte. Also Gerda Weiler ist, glaube ich, das weibliche Pendant zu Albert Einstein, wenn es jetzt wirklich um zitierfähige Aussprüche geht. Ja, also ich finde es ganz faszinierend. Eine Kapitelüberschrift jetzt mal hier als Beispiel. Ja. Seinsmacht ist überzeugender als Machthaberei. Das kann so für sich stehen, da kann man erstmal schon mal drüber nachdenken. Das bekannteste Zitat von Gerda Weiler ist ja vermutlich: Matriarchale Menschen greifen die Lebensaufgaben an und nicht den Feind. Habe ich hier auch schon zitiert. Werde ich auch immer wieder zitieren, weil es einfach so richtig und wichtig ist. Und ja, ein weiteres Zitat von Gerda Weiler: Wir stehen heute vor der Aufgabe, die matriarchale Weisheit als richtungsgebendes Prinzip wieder in die ihr zukommende Stellung einzusetzen und das gesamte Gebiet des angewandten männlichen Geistes in ihren Dienst zu stellen. Das aber bedeutet die Abkehr vom gesamten patriarchalen Weltbild. Ja, und daran anschließend schreibt fembio.org: Das bedeutet für sie auch, in der Psychologie nicht mehr auf die Archetypenlehre C.G. Jungs und Erich Neumanns zu bauen, die besonders Frauen anzusprechen scheint. Gerda Weiler klassifizierte diese als eine männlich-patriarchale Projektion auf das Weibliche. Ja, da siehe zu Der enteignete Mythos, und da schreibt sie: Nicht von patriarchal definierter Weiblichkeit, sondern allein von matriarchaler Menschlichkeit kann der erlösende Impuls ausgehen. Ja, da wird mir ganz weihevoll zumute. Ich hoffe euch auch. Und falls dem noch nicht so ist, gibt es hier jetzt noch ein Hörbeispiel. Ich habe euch letztes Jahr zu Weihnachten schon mal diese schöne CD von Gerda Weiler vorgestellt. Ich muss sagen, ich finde ihre Stimme auch einfach fantastisch. Darum ist es mir eine ganz besondere Freude, hier euch nochmal reinhören zu lassen in diesen Vortrag. Die CD kann bei dem Verein Matriarchal bestellt werden. In meiner Behauptung, matriarchale Gesellschaften kannten keine Gesetzgebung. Als letzten Punkt kurz angerissen: Es ist von einigen Forschern herausgefunden worden, dass matriarchale Gesellschaften keine Gesetzgebung hatten, und man wundert sich, wieso die so gut funktionieren. Da hat Morgan den Gedanken gebracht, sie gehorchten einer geordneten Anarchie. Auch das alte Israel kannte eine Zeit vor der Gesetzgebung. Und wir wissen ganz genau, dass diese Gesellschaft großartig funktionierte. Da sagt ein christlicher Theologe: Urwüchsig und kräftig, an keine höhere Moral gebunden und doch aus einer ihm selbst wirksamen, verborgenen Sittlichkeit sein Leben führend, so steht das alte Israel, also meint das Israel vor der Gesetzgebung, so steht das alte Israel in seiner Geschichte. Ja, dieses Volk regelte sein Leben nach Weisheitsregeln, die sich von selbst verstand. Diese innere Ordnung, die von der Natur gesprochen wird, ist durchaus fähig, also die hat durchaus die Aussagekraft, um eine ganze Gesellschaft zu regeln. Eigentlich richten sich Gesetze immer auch gegen diese Naturordnung und versuchen etwas, zum Beispiel den Besitz Einzelner, du sollst nicht stehlen, oder die Verhältnisse von Mann und Frau. Die Frau darf keine Ehe brechen, der Mann darf es. Das sind Dinge, die nicht mehr der Naturordnung entsprechen, die auch nicht mehr in diesem Spannungsfeld leben können, wo ein Mensch den anderen in seinem Anderssein erträgt. Ja, und damit verabschiede ich mich hier von euch. Es gibt morgen am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag auch, gibt es also kleine Einblicke in das Werk von Gerda Weiler, dann ganz ohne Vorrede
Darum wünsche ich euch jetzt schon eine wunderbare Zeit und wir sehen uns zu Silvester wieder.